Also, ich stelle euch heute den Satz des Pythagorases dar. Der lautet a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Dieser Satz gilt aber nur bei einem rechtwinkligen 90 Grad Dreieck. Ich zeige euch das nun schematisch. Hier noch schematisch. Ich habe ein rechtwinkliges Dreieck und die Seiten c, a und b. Wenn ich jetzt aus diesen beiden Seiten das Quadrat, ein Quadrat erstelle, mit der Seitenlänge hier a und hier b, habe ich hier diese zwei Quadrate. Diese zwei Quadrate sind flächenmäßig gleich groß wie dieses. Dieses Quadrat ist aus der Seitenlänge c entstanden. Das heißt a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Ich zeige euch nun noch ein Beispiel. Hier nur noch das Beispiel. Ich habe ein rechtwinkliges Dreieck mit der Seite 9 cm und einer Seite 12 cm. Wenn ich das dies nun berechne, das heißt, ich habe hier 9 cm im Quadrat plus 12 cm im Quadrat, gibt es gleich 225. Wenn ich nun die Wurzel ausnehme, gibt das 15. Das heißt, diese Seite hier sollte 15 cm lang sein. Schauen wir nun, ob dies stimmt. Ich lege dieses Ding hier und ich sehe, diese Seite ist 15 cm lang. So habe ich nun den Satz bewiesen.